läuft schon wieder die Kamera, ne? Ja, es kommt also irgendwas erwischt von mir, ne? Sag das schon. Vielleicht. Ja, ja. Darauf war ich mich zweimal rein. Ich bin voll der Profi, ey. Ich bin ein krasser Ratekünstler. Hallo Leute! Heute ist wieder mein Bruder mit dabei und wir haben ein sehr, sehr lustiges Video. Zumindest, ich glaube, dass es sehr, sehr lustig wird. Das werden wir denn noch sehen. Mein Bruder errät heute Beauty-Gadgets und Lifestyle-Gadgets. Also so Geräte, die uns Mädels den Alltag ein bisschen erleichtern. Ich glaube, dass sogar manche Sachen dabei sind, die ihr auch nicht kennt. Also ihr könnt sehr gerne in den Kommentaren mitraten. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal mit dem ersten los. Auf geht's! Wir fangen leicht an. Also das ist was, das werden die meisten Mädels kennen, ja? Zeig's doch mal in die Kamera. Okay. Sieht es so aus. Mein Gott, was ist das? Auch ein Kabel hier. Was könnte das sein? Nach was sieht's denn aus? Ich beschreibe das mal genau. Es sieht eigentlich aus. Ja. Sieht aus wie so ein Durchlauferhitzer. Das hängt man so an die Wand. Und dann, ja. Mit Bart warm, oder was? Mit Bart warm. Für 120 Minuten, kann das sein? Sekunden. Oh, 120 Sekunden, okay. Minuten mehr, ups. Nee. Und dann gibt es einen Timer, steht Timer on. Und dann gibt es einfach unten das Unendlich-Zeichen. Das heißt, das wäre dauerhaft an, wahrscheinlich. So, da innen drin, da ist so, da sind solche so Röhren drin. Für was könnten wir Mädels das brauchen? Warte mal, jetzt muss ich mir überlegen. Und diese, das ist ein Alu-Gedöns, bestimmt so zum Bräunen oder sowas. Ah, das ist, guck mal, da kann man so in der Hand reinmachen. Das ist bestimmt was. Ja! Das ist bestimmt was, was Hitze macht, dass der Nagellack oder so schnell da trocknet. Ja. Warte, okay, warte. Also auch. Also du machst deine Hand rein. Ja. So ein bisschen wie der Mund der Wahrheiten rum. Wenn man nicht die Wahrheit gesagt hat, dann schnapp dazu. Ja. Ja, Dann wird man innen von Skorpionen gebissen. Ah, irgendwie sowas. Nee, der Mund schnappt zu, Mann, du hast keine Ahnung. Ja, ganz ehrlich, okay, das ist für die Fingernägel. Ja. Ja? Ja, es ist eine UV-Lampe. 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 Das kann man benutzen. Ich sag ja zum Braun werden. Nein, nicht zum Braun werden. Mann, ja, da habe ich keine Ahnung. das ist zum Beispiel zum Gelnägel machen oder auch Acrylnägel machen. Oder auch, wenn man einfach will, dass der Nagellack schneller trocknet. Nächstes Gerät, davon wirst du keine Ahnung haben. Keine Ahnung. Okay. Das werden bestimmt viele von euch auch nicht kennen. Willst du es sehen? Nee. Bist du bereit? Nee. Doch, ich glaube, das habe ich sogar schon mal irgendwo gesehen. Echt? Ich bin mir nicht sicher. Aber ist das, dass Frauen im Stehen pinkeln können? Ja! Ja, Mann, Alter! Woher weißt du das? Das gab's das ist irgendwie. Übrigens ein frisches, ich habe noch ein anderes. Das ist frisch, das habe ich gerade alles ausgepackt, Mann. Das heißt, du hast es schon mal getestet? Na, mit einem anderen? Ja, ein anderes habe ich schon getestet. Und das klappt ja. Gut, oder was? Ja. Das ist ja crazy shit. Wenn man das richtig hält, dann geht nichts daneben. Tja. Das ist verrückt, Mann. Warum dürfen Männer, wir nicht im Stehen pinkeln? Männer werden sich wundern, wir brauchen das. Und Frauen finden es praktisch. Ich glaube, das ist auch praktisch für so Festivals oder so. Stimmt. Hey, ja, das ist, also, ja, die oder Idee wenn man unterwegs ist und nicht aufs Klo gehen kann. So, steht übrigens drauf, Go Girl. Ja, ja, also ihr dürft auch. Ach so, okay. Ich dachte immer so, lass laufen, weißt du? Ja, das ist klar, ja. Passt. Ja. Und man ist auch genau beschrieben, dass man auch weiß, wie rum man das hält, mit ab. Und da steht auch nochmal ab drauf. Also, ja. Ne, ist schon, also es ist auch ein bisschen logisch, wie man es hält. Jetzt wollte ich dir schon Tipps geben, Mann. Ich habe gedacht, du errätst es nicht. Ich wollte schon sagen, okay, ich gebe dir einen Tipp. Da ist eine Tüte dabei zur Aufbewahrung. Du kannst es mehrfach nutzen. Da ist ein Taschentuch dabei zum Saubermachen und so. Mann. Und man kann es wieder zusammenrollen. Und steht drauf, man soll es bitte nicht in Toilette entsorgen. Aber ganz ehrlich, wenn Toilette da ist, braucht man es auch nicht. Von dem her, sind wir mal ehrlich, ne? Ja, also wie gesagt, also ich glaube, das ist, ich glaube, auf vielen Situationen, in London zum Beispiel, gibt es solche Public Toilets mitten in der Stadt, wo man halt im Stehen hinpinkeln kann. Die sind eklig. Ist wie so ein Pissoir. Aber ohne Türen und alles. Ja. Aber ich denke mir gerade auch für so öffentliche Toiletten an Autobahnraststätten oder so. Das ist echt eklig. Ich sag nur Go Girl. Ja, lass laufen. Das wäre auch ein guter Spruch. Go Girl, lass laufen. Muss direkt mal vorschlagen. Ich hätte nicht gedacht, dass du das errätst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte es auch irgendwo schon mal gesehen, glaube ich. Bin ich ganz sicher. Echt? Das nächste Gadget ist dieses Teil hier. Mhm, ist interessant. Das habe ich letztens einer Freundin in die Hand gegeben, die hat auch nicht gecheckt, was es ist. Sieht aus wie so ein kleines Steinchen. Glitzersteinchen. Swarovski bestimmt, wie meine Schwester kenne. Nein. Schön wär's. Ja, ja. Ja, hat so einen komischen Haken hier dran. Oh mein Gott, was ist das denn? Jetzt habe ich eine Idee. Das hat Magneten hier hinten dran, ne? Mhm. Ich habe eine Idee. Ich meine, über die Schönheit können wir diskutieren.
Aber ich kann mir vorstellen, dass man das irgendwo hinhängt und da das magnetisch ist, kann man hier irgendwas dranhängen, was auch magnetisch ist, dass es nicht runterfliegt oder so. Zum Beispiel Ketten oder Ringe oder sowas. Nein. Was? Das wäre voll gut. Guck mal, krasse Marktlücke. Wir hängen das jetzt, na, das sieht man nicht. Wir hängen das mal hier so hin. Alter! So, okay. Und jetzt nehmen wir irgendwas Magnetisches, mein Finger zum Beispiel. Und er hält 1A, ja? Du hast da was noch nicht entdeckt. Das ist zwar nicht so wichtig, das ist eine Nebensache, aber da ist noch was. Kann man das aufmachen? Du musst es höher halten. Okay, sorry, kann man es aufmachen? Ja, kann man aufmachen. Kann man aufmachen. So ein Spiegel? Spiegel drin, ja. Aber der ist eine Nebensache, also ich habe gedacht, der lenkt dich ein bisschen ab eigentlich. Vielen Dank. Aber das Teil ist magnetisch. Ich gebe den Tipp, das Hinterteil ist nicht magnetisch, das ist nur Gummi. Das ist nur magnetisch, damit das hier so hält. Das ist ja unnötig. Was ist das denn, ne? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wofür man keine Ahnung. Dieses also, ich zeig wunderschöne dir Gadget benötigt. So, du hast eine teure Handtasche, ja? Die steht auf dem Boden. Und die geht kaputt, weil zum Beispiel Sand auf dem Boden ist, dann scheuert die auf. Oder es ist eine Flüssigkeit auf dem Boden, dann geht die kaputt. Man so. Stelle sich vor, ich hätte eine schöne Handtasche. Man stelle sich vor, ich hätte überhaupt eine Handtasche. Okay, okay. Und dann kann man das, wenn man am Tisch sitzt, stell dir mal vor, meine Hand ist der Tisch. Und dann kannst du das so reinhängen. So, und hier kannst du die Handtasche dranhängen. Und dann hast du die Handtasche am Tisch bei dir hängen. Oh mein Gott, it's so awesome. Das ist vielleicht voll gut, wenn die Handtasche nicht ja, okay. so kleine Füße oder hat. Oder wenn du in der Bar bist, ne? Keine ja, Ahnung, da gibt es ja auch keine Sachen. Voll verstiffter Boden oder so. Genau, oder wenn es klebt oder sowas. Mhm. Aber nicht vergessen dann. Und das schöne Nebendings ist halt, dass es auch noch einen Spiegel hat. Und dass man dann, wenn man es schon in der Handtasche hat, dann auch immer einen Spiegel dabei hat. Das Must-Have für jede Frau. Dann kommen Krass, wir gleich zum nächsten Must-Have jeder Frau. Weißt du, was das ist? Das könntest du sogar echt wissen. Das kann man klacken. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Du hast keine Ahnung? Warte, lass mich überlegen. Guck doch mal, was da noch dran ist. Eine Batterie? Da ja. kann man Licht machen. Man kann Licht machen? Nein, kann man da Licht machen? Ja, warte. Aber was braucht man, damit es Licht machen kann? Strom. Alles ist da dran. Ja, aber ein Schalter wäre gut. Das ist richtig. Ah! Ja. Ah also, aha. Der war so versteckt. Es kann Licht machen. Ja, mach nochmal. Drück nochmal auf den Schalter. Oh Gott, noch heller. Nochmal. Wow. Drei Stufen. Und wofür braucht man das jetzt, dass das so klappen kann? Es piepst ein bisschen. Ja, es stört mich auch ein bisschen eigentlich. Aber es ist trotzdem praktisch. Für Fotos reicht. Jetzt habe ich dir voll den Tick gegeben, Alter. Für Fotos reicht. Passt dein Handy zwischen rein. Dann kann man eben krassere, ja, so krassere Selfies nicht. Machen. Ja, gib mal dein Handy. Gib mal dein Handy her. Bäm! Oh, sehr krass. Und dann hast du automatisch so eine Selfie-Light. Aber ich finde es sperrig. Ja, aber Frauen haben große Handtaschen, da passt alles rein. Na gut. Nächstes Produkt. Soll ich dir das ein bisschen leichter machen oder soll ich erstmal schwer raten? Schwer okay, natürlich. Du musst erstmal schwer raten, deswegen mache ich das hintere Teil hier ab. Da ist nämlich so ein kleiner Tipp drauf. Aha. So sieht es aus. Babeless. Homelight. Babeless. Das kannst du jetzt nicht anmachen, weil oh, da ist, das ist nicht an der Steckdose. Gut, dass ich lesen kann. Babyliss, richtig. Paris Home Light Connected. Da hört man, sieht man ha! Ich muss es höher halten, sagt meine Schwester. Ich bin nicht so gut im Videos drehen. Ja, da unten seht ihr ja nichts. Das ist richtig. Mann. Klassischer Amateur. Also, da hat es so ein bisschen so, sieht so ein bisschen rotlichtmäßig aus. Rotlichter. Ah, was könnte das denn sein? Kannst du aufladen? Sieht aus wie ein Föhn eigentlich in der Hand habe. Aber ist halt bestimmt kein Föhn, das wäre ja viel zu einfach. Wenn das so rotes Licht rauskommt zum schmalen Strahl, man kann das ja vorne auch abbauen, sehe ich gerade. Ja, soll man aber nicht machen. Ups. Du sollst auch vorne nicht reingucken, wenn es an ist. Ich mach das hinten dran. Ja. So. Das ist jetzt der Tipp. Ja, ich weiß nicht, ob ihr da jetzt viel von habt. Das gehört eigentlich hier hinten dran. Das ist alle andersrum. Das ist so ein kleiner Warnhinweis eigentlich. Was könnte das denn darstellen, die Bilder? Hautfarben. Ja, Hautfarben. Da sind solche Punkte da drauf. Die haben bestimmt irgendwas zu bedeuten. Das ja, geht das heißt, geht dafür, es ums Bräunen irgendwie? Dass es geeignet ist und je dunkler die Haut, desto weniger ist es geeignet. Ach so, das heißt dreimal grün bei ganz heller Haut. Das heißt, es ist sehr gut geeignet. Für mich ist es sehr gut geeignet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich also ist auch Infrarot sogar irgendwas, Wärme, irgendwas so lichtmäßiges, was du ja, auf die Haut machst. Ja, also ich habe es aber nicht regelmäßig genug gemacht, dass es was gebracht hat. Wird man brauner dadurch? Bräuner? Nein. Wenn man Pickel hat vielleicht? Nee. Im Gesicht würde ich es auch nicht benutzen. Im Gesicht nicht benutzen, am Körper. Mhm. Was gibt's denn am Körper? Haare? Ja. Haare gibt's auch am Körper, richtig.
Ein Haarentferner? Ja. Dann ist doch Infrarot. Dann ist es sogar... Das ist irgendwas so lasermäßiges. Aber für zu Hause. Das macht dann, dass die Haarwurzeln quasi die Haare loslassen. Das ist ja verrückt. Na gut. Jetzt habe ich noch zwei Sachen. Das eine ist dieses Teil hier. Das sieht aus wie eine Zahnbürste. Das ist gerade auch aus, weil das eigentlich ans Kabel muss. Aha. Also sieht aus wie so eine ganz normale, das sieht aus wie so eine Hightech Ultra Space Elektrozahnbürste. Ich würde es nicht für die Zähne benutzen. Aber es gibt auch andere Aufsätze. Es hat so einen Aufsatz. Ah, den kann man auch abmachen. Mhm. Ich tippe mal. Ich habe eine Vermutung. Also ich weiß es nicht. Es gibt hier so ein paar Stufen noch. Was heißt das denn? Ach, links und rechts rum wahrscheinlich. Genau. Ja, high und low. Ich tippe mal, das ist für die Fingernägel oder Fußnägel. Voll gut, ja. Maniküre-Set. Maniküre? Ja, und Pediküre. Mani und Pediküre. Aber ich mache damit die Gel. Ich wollte gerade kritisch nachfragen. Was ist denn der Unterschied zwischen Maniküre und Pediküre? Aus dem Lateinischen, weiß gar nicht mehr genau. P ist der Fuß. Und die Hand war... Manus. Weiß nicht mehr. Weiß ich auch nicht mehr. Egal, auf jeden Fall Maniküre und Pediküre. Genau. Crazy shit. Ja, und das letzte ist dieses hier. Eine Tasche, Handtasche, Klatsch. Gar nicht so verkehrt. Handtasche? Jein, du machst den gleichen Fehler schon wieder, ey. Das gibt's ja gar nicht. Das ist halt nicht mein Aktionsbereich hier oben. Da ist nichts drin. Ja, aber lass mich doch mal gucken. Es hat ganz, ist halt ganz viele Fächer. Das sieht aus nach so einem Schminkaufbewahrungssystem. Schminkzeug. Ich gebe dir einen Tipp. Du kannst es ja auch nicht zumachen und so. Es ist eine Tasche, aber du machst damit was anderes wie mit einer normalen Handtasche. Das ist für einen anderen. Also, ich habe eine Idee. Das ist schon zur Aufbewahrung. Du hast eine krass große Handtasche. Mhm. Ja. Und hast da aber nur ein großes Fach drin. Und dann kannst du das da reinstellen. Das ist ja unglaublich, ey. Ja. Ja, das ist eine Tasche für in die Handtasche. Ernsthaft? Ja. Ja, krass. Krass. Ja, das ist auch praktisch. Gibt, ne? Ja, das ist echt praktisch. Ich hab nicht vor allem, du kannst auch, wenn man so 5 Handtaschen hat und du hast hier so ein Zeug, was du immer in der Handtasche drin hast, dann machst du einfach alles hier rein, dann kannst du das direkt in die nächste Handtasche nehmen. Du musst nicht alles umkippen. Diese Frauen sind so clever. Die sind clever, ne? Ich dachte, die werfen immer nur alles blindlings rein in ihre Handtaschen, nein. Aber nein. Das muss man gar nicht mehr so genau die Handtasche kaufen, dann muss die nur von außen gut aussehen. Die Handtasche muss generell immer nur von außen gut aussehen. Sorry. Okay, bitteschön. Okay, ja, das war's. Das war's. Also bei manchen Sachen hast du dich echt dumm angestellt, aber manche halt, Sachen... Bei manchen Sachen, es gab eines, was ich nicht raus hatte. Ja, ich hab dir aber auch gut geholfen. Ah, okay, das mit dem Aber ich war überrascht, dass du manche Sachen, wie zum Beispiel das Go-Girl-Pinkel-Ding im Stehen, dass du das so direkt wusstest. Lass laufen. Ich dachte so, das kriegst du ja niemals raus, das ist voll das Mädels-Ding. Ja, so viel dazu. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hat dir Spaß gemacht. Also gedacht, dass du die Sachen so gut erfährst. Ja. Nein, ja, klar, hat Spaß gemacht. Es war ein bisschen verrückt auch teilweise. Also wie gesagt, was es so alles gibt. Ich habe bei mir zu Hause, weiß gar nicht, ob eine Zahnbürste. Ehrlich? Ich habe was für meine Haare. Und ich habe Shampoo und Duschgel. Du bist ja auch ein Mann. Und dann habe ich... Du hast auch jetzt Bartpflege, hast du erzählt. Ich habe Bartpflege, oh ja. Damit er weich und geschmeidig ist. Wenn ihr mehr mit meinem Bruder sehen wollt, dann lasst es uns wissen in den Kommentaren. Auch gerne mit einem Däumchen nach oben. Dann könnt ihr auch noch mich abonnieren, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Das könnt ihr hier in der Mitte. Und hier habe ich jetzt nochmal 2 Videos für euch verlinkt, die ihr euch auf jeden Fall angucken solltet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Boah, weißt du, was die Videos da unten sind? Das weißt du einfach, oder was? Ja, was ich tue die da und da einfügen einfach. Ist auch verrückt. Der Fuchs, ne? Und hier ist der Abonnieren-Button. So, direkt hier schön in der Mitte. Unbedingt abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Sonntag in meinem nächsten Video. Lasst laufen. Tschüss.